So, hallo, die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, diese ist es auch. Wir machen weiter beim Super Mario Maker. Letztes Mal haben wir die Level von Zariel gespielt und ich habe ein bisschen Storytime erzählt, weil ich an dem Tag, was heißt an dem Tag, es ist der gleiche Tag, weil ich da diese Geschichte mit meiner Taste hatte, die komplett rumgesponnen hat und jetzt halt nur deaktiviert ist. Gucken wir mal, was hier Neues ist. Madstone Mine ist hier neu. Alles andere haben wir gespielt bzw. übersprungen. Also, Frank, unterhalte mich mit einem neuen Level. Never Anger Stones. Es wird ein Swamp-Level. Na dann. Gehen wir in das Swamp-Level. Okay, das wird jetzt schon mal wieder lustig, wenn man nicht weiß, wer hat Fallschirm. Wer hat keine. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sollte den erst runterholen und dann auf die Plattform gehen. Das ist, glaube ich, schlauer. Und es ist ein Frank-Level. Ihr wisst, was vor dem Checkpoint passiert. Aber soweit sieht das Level cool aus. Okay, da hat einen Fallschirm, da kann ich chillen. Da kann ich eine Runde chillen. Wofür brauche ich denn dann überhaupt die Blocksnack? Ich kann doch eigentlich auch einfach wieder zurück. Hi. Ja gut, so ist es wahrscheinlich angenehmer. Okay, verstanden. Coole Idee. Was kommt da oben raus? Ah, da muss ich hin. Da oben muss ich rein. So. Der bleibt jetzt hängen, ne? Weil der andere kaputt gegangen ist. Ach, der geht in die. Verstanden. Der war auf dem drauf, deswegen ist er mit nach links gezogen. Aber eigentlich zieht der nach rechts. Okay, das war frech, aber cool. Okay. Okay. Ich sehe, wohin wir fahren. Ich sehe, wohin wir fahren. Sehr coole Idee auf jeden Fall. Ah, da war ich zu ungeduldig. Muss ich ja nicht mal sein. Ich kann ja in Ruhe hochfahren. Es passiert ja nichts. Passiert ja nichts Schlimmes, wenn ich da ein bisschen hochfahre. Alles gut. So. Aber dann mache ich gleich den hier und dann bin ich auch gleich rüber. Wenn ich weiß, wie die funktionieren, dann ist es natürlich einfacher. Okay, wir sterben nicht vor dem Checkpoint. Aber da fällt direkt danach. Okay. Das war jetzt bisher der dümmste Tod der Folge auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir den noch getoppt bekommen. Ich habe gedacht, der zweite könnte einen Fallschirm haben. Hatte er nicht. So, jetzt vorsichtig. Hier werden gleich Dinge passieren. Der wird losziehen. Der wird unten nach unten. Ja, ach so, okay, ich verstehe. Ach so. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Weil jetzt zieht er zurück. Ja. Aber wenn er zurückzieht, habe ich eigentlich die Zeit, um den auszulösen. Und schnell runterzukommen. Und jetzt hier durch. Und in die Tür. Ich hab schon mal hochgedrückt, damit ich durch die Tür sofort gehe. Aber da ist eine verfluchte Ranke. Und dann hängt man sich an die Ranke. Weil man schon mal hochdrückt. Drücken hoch, drücken hoch. So. Ah, Mann. Also ich glaube nicht, dass ich den vorher.
Doch, okay, okay, okay. Kann ich. Kann ich, easy. Gar kein Problem. Oh, das wird frech. Los geht's. Ich hab's gewusst, dass es nicht funktioniert. Also aufs erste Mal. Grundsätzlich funktioniert es natürlich schon. Aber es ist ein super cooles Level. Das sind die Level, die ich bei Frank bestellt habe. Ja, das ist genau das, was ich spielen möchte. Das ist nicht so übertrieben krass wie das... Das schlimmste Frank-Level bisher war, glaube ich, echt das mit den... Mit dem SMB2-Pilz... Und den Beatles, den Shells. Das war, glaube ich, bisher das schlimmste Frank-Level. Wenn es überhaupt von Frank war, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber an sich sind die halt echt schön gewesen. Und deswegen hatte ich ihn ja auch gesternt. Okay, ich dachte, das wird ein bisschen knapp. Also es war auch ein bisschen knapp, aber es war okay knapp. So, du ziehst drüber und kannst mich mal. Nice. Und Checkpoint. Okay, jetzt muss ich fix sein. Ah ne, muss ich gar nicht. Alles gut. Alles gut, alles easy. Okay, jetzt muss ich wieder fix sein. Aber auch der wird relativ schnell wieder gestoppt. Man muss halt jetzt ein bisschen aufpassen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah, da war ich zu langsam. Und da muss ich erst die Pflanze wegmachen und dann drüber. Okay. Aber soweit sieht das alles machbar aus hier. Sehr schön. Alles kein Thema. Schönes Level. Schönes spielbares Level vor allem mal zur Abwechslung. Hopp und hopp. Und hopp und durch. Easy. Das war's. Ja, nice. Nehme ich. Wie gesagt, schönes Frank-Level. Cool. Sehr, sehr cool. So, weiß nicht, was ich gerade überlegt habe, aber kriegt natürlich sein Toll. Gut, dann haben wir es soweit hier jetzt erstmal alles gemacht, ne? Bis auf so Sachen, die ich mal übersprungen habe, habe ich da... Ach so! Na, da ist ja klar, was wir jetzt machen. Dann haben wir jetzt ja wieder Zeit für, wo sind die Leute, denen ich folge? Wo finde ich die denn jetzt wieder? Bei Baumeister. Was ist das? Hä? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Stern... Hä, was ist da? Ach, das sind Freunde. Das ist nach Freunden. Dings, gedingst. Wait. Warum habe ich noch nichts von Retschi gespielt? Ach so, weil er nur einmal was gebaut hat. Ja, aber dann auf geht's. Ja, aber dann auf geht's. Und gleich mal Retschi folgen. Das heißt, ich habe die Auswahl jetzt auch... war das schon immer so? Habe ich das bisher nur nicht bemerkt? Dass man auch Freunde auswählen kann? Hi! Ja, aber dann müsste es doch Counter da auch anzeigen. Bin ich jetzt dumm? Counter ist ja Freund in der, auf der Switch. Aber baut auch Mario Maker Level. Wieso wird der nicht angezeigt? Komplett dumm. Was ein dämlicher Tod. Warum habe ich das so gemacht? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Also das war...
das war das Dämlichste, was ich je getan habe. Ach ja, stimmt. Guck mal, wir haben den dümmsten To. Wir haben den dümmsten Tod getoppt. Es geht noch blöder. So, danke schön. Oh Gott, da gibt's eine Fee. Die hole ich mir jetzt aber. Die hole ich mir jetzt aber. So. Jetzt kann hier gar nichts mehr schief gehen. Jetzt sind wir hier komplett safe. Vor allem... Oh. Ups. 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 Ah, hier oben kommt man rein, wenn man den nutzt. Und dann damit hochfliegt. Das will ich einmal ausprobieren. Ach. Keine Feder für mich. Ach, jetzt bin ich aber auch... Hier mache ich aber Quatsch. Mensch. Nee, aber warum zeigt es jetzt nur drei Leute da an? Was ist das? Ich dachte jetzt, das sind die Freundesdinger vielleicht, aber... Da müsste ja Counter da auch sein. Zum Beispiel. Da müsste doch viel mehr sein. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, komm schon. Kopf gestoßen. Ja, verstehe ich jetzt gerade echt nicht, was das dann für eine Anzeige ist. Ich dachte, das sind die Freunde. Aber dann fehlen da ja ganz viele. Weird. Echt, echt verwirrend. So, jetzt aber hier. Jetzt gehen wir mit dem Viech, fliegen wir jetzt da hoch. Okay, man darf nicht zu bald damit hochfliegen. So passt es. Und jetzt gibt's als Bonus drei Leben. Yay! Zwei Leben. Und eine neue Feder, mit der man dann durch das Ziel fliegen kann. Toll! Okay. Also habe ich mir natürlich in der Mitte komplett dumm angestellt. Gar keine Frage. Aber... Das Level an sich war schön. So. Ja, aber was ist das jetzt hier? So, Nintendo erklärt das auch nicht. Nintendo sagt hier, das ist M. Das sind die Nintendo-Level-Dinger, ne? Ist da eigentlich... Sieht man da, ob da was Neues dazukommt? Also hat sich da irgendwie mal was getan bei den offiziellen Baumeistern? Oder ist das einfach... Nö. Das ist einfach... Da ist nichts seitdem passiert. Toll. Achso, vielleicht muss man es noch aktualisieren. Keine Ahnung. Aber was ist da, was ist jetzt dieses Ding? Wenn es Freunde sind, warum ist da zum Beispiel Counter nicht? Und wer ist das? Hä? Der coole 2. Ich hab Knacks. Was? Ich bin komplett verwirrt. Ist das alles, was dieses Level ist? Ein Miauserkampf? Oder zwei Miauserkämpfe? Mit... Nee. Ach, natürlich. Ja, mach dich weg. Dankeschön.
Mit Blumen, die man bekommt. Wo ist der andere? Ach, da unten wahrscheinlich dann. Geh okay, halt nicht weg. Super. Hier kommt die Blume raus. Nice. Geh halt nicht weg. Bleib hier. Und strap. God dang it. Wo komme ich jetzt raus? Ach, wieder hier. Toll. okay, das war das. Ich weiß halt nicht, wer das ist. Ich habe den ja schon ein paar Mal gelesen, oben in der Liste, wenn er was spielt. Aber ich habe halt keine Ahnung, wer das ist, ne? Der coole 2, ich habe Knacks. Hey, warum bin ich denn lost? Suche den Block, Block. Ich verstehe gar nichts mehr. Ah. Kein Kommentar. Überhaupt kein Kommentar. Alles klar. Weiß nicht, ich bevor ich das noch vergesse, so. Was ist das hier? Ja, das ist jedenfalls nicht, was ich tun wollte in dem Part. Ich wollte eigentlich hier weitermachen. Wo ich mir gerade gedacht habe, wenn wir noch ein bisschen Part Zeit haben im Part, dann kann ich auch die nächsten Laser Luigi Level machen. So, 1-4 haben wir noch nicht gespielt. Okay, let's go. Comes with a boss. Na dann. Auf wie geht's. So, erstmal wieder an Soft Kai zu gewöhnen. Hilfe. Oh Mann, ich kann mich doch dagegen lehnen, das ist doch in Ordnung. Was mache ich denn? Ich sehe die Stachel und habe Angst, aber an der Stelle ist eine Wand. Die macht er ja immer netterweise hin. So unfair baut er das ja gar nicht. Deswegen kann man da ja einfach normal mit einem Spinjump danach drüber springen. Okay. Ist ja schon gut. So, zack. Zack. Spin Jump. Jetzt hat er gar nichts gemacht. Jetzt hat er einfach gar nichts gemacht. Gehem, Mensch. Vielleicht muss man für die Freundesliste, dass man da auftaucht, irgendwie einstellen, dass man seine Dings mit den Freunden tauscht, oder weiß ich nicht. Ist es vielleicht sowas, dass es deswegen nicht alle an... Hä?
Ist es vielleicht sowas, dass es deswegen nicht alle anzeigt? Kann man das vielleicht ein- und... Ah, verstanden. Kann man das vielleicht aktivieren und deaktivieren? Ich habe doch keine Ahnung. Checkpoint! Okay, das funktioniert auch wieder. Genau so. Ah. Das versteht man auch erst beim zweiten Mal. Alles klar. Also dann wollen wir da gleich weiter. Und dann erwischen wir den auch passend. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Queen Wahen. Ich mache den gleichen Fehler nochmal. Alles klar. So. Okay, soweit sieht das alles in Ordnung aus. Da war ich ein bisschen zu fix. Da war ich ein bisschen zu fix. Unterwegs. So. Huch! Was ist denn jetzt passiert? Ja, das war... das war ein etwas kurzer Spin-Jump. Und dann bin ich leider... komplett auf den Swamp runtergerutscht. Ah, auf den Swamp, sag ich schon. Auf die Spinies runtergerutscht. So, können wir das jetzt hier mal ohne komisches Gerutsche machen? Das ist doch eigentlich nicht schwierig. Ja, danke. Sehr schön. Es geht doch. Jo, ich hab's gedacht. Ich hab's gewusst, dass sowas passiert. Ach, komm, ey. Also, ein bisschen mehr Speed noch und dann... passte Geschichte. Ich bin ja auf den Boss gespannt, was er da gebaut hat. Aber das ist eigentlich nicht schwierig hier. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt... Können wir jetzt an der Stelle nicht weiter Zeit verschwenden und sie einfach schaffen? Die Stelle ist nicht schwierig. Da wäre ich sehr happy. Na bitte, geht doch. So, Checkpoint. Nice, Bossfight. Auf geht's. Ah, es ist so ein Rundkurs-Bossfight. Gut, das ist jetzt eigentlich das Problem. Das ist jetzt überhaupt nicht das Problem. Weil dadurch, dass da ja auch noch Dings ist, die ganzen Wände, treffe ich den halt sicher. Und komme auch sicher wieder raus. Also das war jetzt nicht... Also das war das Einfachste. Am ganzen Level. Gut. Dann haben wir Laser Luigi World 1 abgeschlossen. 2-1 haben wir schon mal gespielt, habe ich gesehen.
2-2 nicht. Nur 2-1 haben wir gespielt, ne? Okay, alles klar. Das heißt, wir können bei 2-2 weitermachen. Let's go. Na, schade. Hätte ich nicht so ungeduldig sein sollen und ein bisschen mehr schwingen. Dann hätte ich auch keinen Fehler. So. Huch. Gut, dass da ein Checkpoint ist. Ja, Mensch. Muss man erst sterben, dass so ein Sprung wieder funktioniert, ne? Okay, da hat man auch nur einen Sprung. Nein! Also in der Lücke gerade zu sterben ist schon wieder... Will nicht sagen peinlich, aber unnötig. Unnötig. Nennen wir es unnötig. Nennen wir es einfach unnötig. So. Diesmal nicht. Mein... Na, es ist schon... Es ist schon eine große Lücke, also da muss man nicht sterben unbedingt. Das ist ja, wie gesagt, eben unnötig. Okay. Eins machen wir noch. Machen wir noch 2-3, dann haben wir wieder ein bisschen was hier gemacht. Und dann können wir den Part auch abschließen. Bevor, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für den Level hier. Das ist mir im Hintergrund jetzt nicht so hübsch. Also nicht im Sinne hübsch, also es ging so auf die Augen. Ich habe nicht mehr wirklich gesehen, wo ich hin muss. Oh, das... So viele Bäume hintereinander sticht sich irgendwie für mich in den... Weiß ich nicht, das sieht komisch aus. Das verwirrt mich. Oh je, ich hoffe, das macht er nicht so oft. Da gehen meine... Oh, da werden meine Augen bekloppt, ne? Also ein ganzes Level mit diesem Baumhintergrund? Uff. Hätte ich Probleme.
Das könnte echt einfaches Level-Design sein, aber ich hätte Probleme. Gebe ich zu. Das wäre nicht so schön für mich. Uff. Ich glaube, das hatte ich noch nie so, dass man so viele Bäume hintereinander gesetzt hat. Das sieht echt weird aus. Wait, what? Muss ich da die Shell losschicken erstmal? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich da erstmal die Shell losschicken. Ach so, ah, verstanden. Okay. Checkpoint. Was ist los da? Ah, okay. So, das ist los. Yo! Man weiß halt manchmal nicht, was man tun muss, erst wenn man einmal gestorben ist. Dann weiß man es, aber hier war es jetzt klar. Okay, sehr schön. Na, das war doch mal ein schöner dritter Abschnitt. Das ging doch klar. Das ging so fix. Ich würde sagen, wir machen noch 2-4. Ist wahrscheinlich wieder mit Boss dann, ne? Ich würde sagen, wir machen noch 2-4. Ja, mit Boss und in einem Geisterabschnitt. Ja, let's go. Dann haben wir Busbo nämlich auch schon fast aufgeholt. Sehr schön. Cooler Anfang. Aber Reaktionsgeschwindigkeit ist jetzt gefordert. Huiui. Okay, da muss ich hinterher. Um den Checkpoint zu erwischen. Nice. Soweit alles easy hier. Nice. Nice. Das ist ja schon der Bossraum, ne? Wait, what? Ganz normaler Bossraum. Das ist der ganz normale Bossfight. Ich kann mich also hier hinstellen. Und das war's. Okay. Das war das einfachste Level bisher von ihm. Leel. Okay. Nehme ich. Gut, dass wir es noch gemacht haben. Gut, dass wir es noch gemacht haben. Das war simpel. Ja, gut. Passt. Sollen wir recht sein? Dann. 1000 Level. Ach, jetzt kriege ich Toadmütze, Toadanzug und was weiß ich was alles. Toadhose? Nein. Aber ich schätze auch diese Mütze. Ne. 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 Also wenn halt die Sachen dann zumindest cool aussehen würden, so für das, was man aber. Der Toadanzug ist dann wahrscheinlich genauso. Na gut, das ist. Nein. Aber ich sorg mal ganz kurz dafür, dass die ganzen Ausrufezeichen da oben. Alter, diese Kombination, das sieht. Du kannst hier so hässliche Kombinationen bauen, ne? Unglaublich. Aber das meiste, was es hier gibt, gefällt mir halt echt überhaupt nicht.
So, das ist meine Kombi. Ach so, da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Für den. Für den Ninja. Ah, und für den Propellerhut. Alter, das ist halt viel zu fett. Das sieht alles komisch aus. Das sieht alles richtig komisch aus. So. Das ist meine Figur. Die bleibt auch so. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Kleiner Zusatz. Es gibt tatsächlich eine Option. Hier mit Freundesliste teilen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das aktivieren muss, damit man auch bei anderen dann in diesem Ding da oben landet. Ich glaube, deswegen sehe ich da manche nicht. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das der Punkt ist. Nur ganz kurz, ist mir gerade noch eingefallen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.